Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn gerade ist die Glossy Box bei mir eingetroffen. Ich habe auch extra eine Benachrichtigung bekommen, dass es etwas verspätet heute, also etwas verspätet eintreffen wird und heute ist Freitag. Heute ist sie dann bei mir eingetroffen und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in dieser Box verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Glossy Box habe ich im Jahr Abo und zahle 12,50 Euro pro Box. Je nachdem, was für eine Aboform du auswählst, zahlst du zwischen 15 Euro und 12,50 Euro pro Box pro Monat. Und das ist eine Beauty-Box, in der so 5 Beauty-Produkte immer so ungefähr drin sind. Und die ist tatsächlich vom Inhalt her etwas höherwertige Kosmetik und Pflege. Dafür aber auch mal gerne kleinere Produkte, etwas so Probegrößen auch ab und an mal, aber dafür halt von sehr hochpreisigen Marken. Genau. Die habe ich schon seit 2 Jahren, glaube ich, im Abo und mache sie jetzt einfach mal auf. Also sieht sehr, sehr simpel aus. Ne? Ist halt das klassische Design. Da ist jetzt nichts Spezielles, kein Special Design von der Box oder so. Das ist einfach die ganz normale aprikosfarbene, altrosafarbene. Irgendwie steht hier gerade eine Strähne ab. Ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen, habe mir das Gesicht gewaschen und dabei halt auch meine Mascara runtergewaschen. Sitze jetzt ungeschminkt hier und vielleicht schminke ich mich nachher noch. Weiß ich nicht, muss ich mal gucken. Ich habe ein bisschen was da, was neu ist, was ich ausprobieren wollte, aber weiß ich nicht. Irgendwie ist mir heute nicht so ganz danach. Gut, wir schauen einfach mal in die Box. Dafür hebe ich den Deckel an und von innen, bei dem klassischen Boxendesign, hast du einfach diesen schwarzen Deckel mit diesem pinken, rosafarbenen Glossybox-Logo drin und hier haben wir dann tatsächlich den Blick in die Box, beziehungsweise zuallererst das Häppchen, wo drin steht, was drin ist und auch das Motto. Beautyholic Edition haben wir jetzt im März. Okay, dass man jetzt vielleicht ein bisschen mehr auf seine Beautiness achtet. Und hier haben wir die Box. Ich rieche immer erst dran. Sie riecht nicht nur nach Papier. Da kommt auch irgendwas Blumiges, Fruchtiges mit raus. Aber nur ganz, ganz zart. So, dann öffnen wir einfach mal das Schleifchen. Öffnen den Klebi und hier haben wir den ersten Blick in die Box. Und zwar fangen wir mit dem ersten Produkt an, was ich tatsächlich auch schon das ein oder andere Mal da hatte. Daily Concepts Your Facial Scrubber, das ist ein Mini-Scrubber. Ja, das hatten wir jetzt schon so häufig in der Glossy Box mit drin. Ich weiß nicht, ob die da jetzt Restebestände mit reinpacken, aber so langsam nervt mich das, weil wir das jetzt schon, ich glaube, zum dritten Mal in der Box mit drin haben. Es war auch mal im Adventskalender mit drin, deswegen irgendwann reicht es halt auch mal. Travis Size Makeup Remover and Exfoliating Face Scrubber. Ja, es ist nett, ne, weil davon kannst du eigentlich gefühlt nie genug haben, von diesen Make-up-Entferner-Tüchern. Und ich glaube, dass dieses hier jetzt auch mal bei mir bleiben wird, denn alle anderen sind bislang weitergewandert, weil... Oh, du wurdest echt überschwemmt damit und das hat mich sehr genervt. Ein Aufhänger. Du hast etwas, wo du deine Finger reinmachen kannst. Und dann hast du hier das Pad. Hier hast du wirklich so Plastikviecher noch mit dabei. Also es ist wirklich zur Gesichtsmassage, nicht nur zum Abschminken. Also ich weiß nicht, ob man das in der Kamera irgendwie einfangen kann. Aber da stehen halt so Plastikschlaufen hoch. Ich weiß nicht, ob ich damit gerne mein Gesicht bearbeiten möchte. Ich werde es mal austesten und euch dann im Aufgebrauch berichten. Ich meine, ich habe jetzt ja eine leere Verpackung, ne? Und vielleicht, wenn ich mich heute Abend, wenn ich mich nachher schminke, dass ich mich hiermit abschminke. Aber ich glaube, hiermit das Augen-Make-up abschminken tut ganz schön weh. Aber dafür hast du diese softe Seite auch auf der anderen Seite, was dann halt einfach dieses Tuch ist. Ja, das ist ganz nett, ne? Ich hätte vielleicht, wobei man kann es ja auch so umdrehen, wenn es einem zu heftig ist, ne? Mit diesen Peeling-Viechern, dann hast du halt hier nur so eine Make-up-Entferner-Seite. Ich glaube, das wäre eher was für mich, weil ich mag das nicht, wenn ich da mit diesen Plastikviechern auf meinem Gesicht rumreibe. Nee, nicht so ganz mein Fall. Aber gut, ne? Ist jetzt in der Glossy Box hier mal wieder mit drin. Und dann haben wir hier Stamp and Drag von Kia T. London. Von Kia T. London hatten wir auch schon das ein oder andere Produkt in der Glossy Box mit drin. Ich glaube, den Highlighter, den hatten wir auch schon in der Glossy Box mit drin und nicht in der Look Fantastic Box. Ich weiß es nicht, weil die beiden gehören ja zusammen. Und nee, ich glaube, das hatten wir echt in der Glossy Box. Und den finde ich schön. Den finde ich echt schön. Nicht nur vom Packaging her, sondern auch, wenn man ihn aufträgt. Und das hier ist ein Stamp and Drag. Das ist dann wohl ein Eyeliner. Cruelty Free ist die Marke. 3,56 Milliliter. Richtig witzig. Okay. Und das soll dann wohl 2 Seiten haben. Ja. Ach du Sch... Okay, das werde ich demnächst mal testen. Vielleicht, wenn ich mich danach erschminke, muss ich mal gucken. Also auf der einen Seite hast du hier so einen Stempel
Wow, das ist aber intensiv, ne? Das ist krass. Das ist sehr, sehr krass. Okay, und dann auf der anderen Seite halt so einen dicken Filz-Eyeliner. Damit kann ich wo um, ne? Damit kann ich wo arbeiten. Da kannst du auch präzise mitmalen, glaube ich. Ja, das wird auf jeden Fall ausgetestet. Ist ganz nett. Und ja, Eyeliner liebe ich tatsächlich. Ich trage eigentlich auch im Alltag immer Eyeliner. Heute Morgen habe ich ein bisschen verschlafen und habe mir keinen drauf gemacht. Hatte ich nur Mascara drauf, aber wie gesagt, ich habe mir eben einmal durchs Gesicht gewaschen, weil irgendwie war ich so, und dann musste mal alles einfach mal runter. Genau, ja, ist mit drin, finde ich ganz nett. Und ja, brauche jetzt eigentlich auch gar nicht wieder in seine Verpackung rein. Ist ganz cool. Ein Deo haben wir hier drin, ganz klassisch 8x4, My Personalized, okay, Protection Nummer 4, Vibrant Flower, Wild, Mild, ja, nett, ne, so ein Deo ist nie weg, gerade jetzt, kannst du auch ganz gut gebrauchen dann quasi über den Tag, hä, ach, man muss es erst aufschrauben, ne, oder, so, oh, und das riecht auch ganz angenehm. Ja, ich mag zwar nicht so unbedingt diese Deos mehr in diesen Aluminiumverpackungen, aber jetzt, wenn es wärmer wird, dann werde ich die wahrscheinlich auch wieder ein bisschen mehr brauchen. Dann wirken die, die man so anders sprüht, nicht mehr so unbedingt bei mir. Hier hast du aber auch kein Aluminium drin. Das ist nur ein Deodorant, also quasi im Prinzip überdeckt es nur den Duft, den du halt unter den Achseln hast, also den Stinkegeruch. Ja, 48 Stunden, da glaube ich nicht dran. Aber ja, wird auf jeden Fall getestet, wird verwendet und im Aufgebrauch darüber berichtet, wenn es leer ist. Dann habe ich etwas drin, was ich cool finde. Benefit 24 Hours Brow Setter. Den verwende ich ständig. Immer wenn ich meine Augenbrauen mache, verwende ich den. Das ist ein wundervolles Produkt, was ich hier auch auf meinem Tisch habe. Was aber jetzt gerade zugestellt ist. Okay, ja, das ist halt ein Augenbrauengel von Benefit, was dir die Augenbrauen festackert. Ein klares Gel, was du dir dann halt drüber machst. Hier oben hat es so etwas längere Borsten. Hier unten hat es etwas kürzere Borsten und damit kann man sehr, sehr präzise seine Augenbrauen definieren. Finde ich ganz cool, weil ich ja auch so ein bisschen so auf diesen etwas natürlichen, etwas buschigeren Look dann stehe, wenn ich meine Augenbrauen halt nachzeichne. Dann fülle ich die aus und mache die ein bisschen größer halt, ne, weil das ist ja ein bisschen öselig hier im Gesicht, aber es ist halt genetisch bei mir so bedingt. Also das ist hier ist quasi, wie meine Augenbrauen in ihrer Fülle aussehen. Nicht so viel. Aber mein Dad hat zum Beispiel fast gar keine Augenbrauen. Also von daher, ne, es ist genetisch bei mir. Als nächstes habe ich hier ein Produkt drin, was ich mir tatsächlich schon kaufen wollte und jetzt habe ich es hier in der Box, finde ich praktisch. Und zwar ist das von Catrice der Instant Awake Concealer. Das ist dieser hier und den habe ich in der Farbe 020. Warm Honey ist das, genau. Da bin ich sehr gespannt drauf. Der soll so ein bisschen auch so sein, deswegen mache ich den jetzt auch einfach mal auf. Das Puffelding anfassen. Oh, das ist aber sehr puffelig. Das ist sehr, sehr, ne, das ist puffeliger als zum Beispiel der von Maybelline, der Löscher, den ich ja auch sehr, sehr häufig verwende. Das ist sehr puffelig. Okay. Ja, den muss man so hochdrehen. Und der sollte total super sein. Da kommt ein Produkt. Oh, der könnte vielleicht minimal zu dunkel sein. Minimal. Oder gut passen. Ich weiß nicht. Muss man ja auch verreiben, ne? Dann könnte er vielleicht gar nicht so verkehrt sein. Jetzt sieht man den nämlich kaum auf der Hand, ne? Aber man sieht ihn ein bisschen. Mal gucken. Wird auf jeden Fall ausgetestet und geht dann zusammen mit dem Eyeliner in mein New in Make-up Gedönsen. Sehr cool. Okay, dann habe ich hier, boah, da ist noch mehr zum Austesten drin. Einmal Aqua Colonia Lime and Nutmeg. Hä? Erfrischend? Ein Aromatuch. Okay. Und Aqua Colonia White Peach and Koriander. Das ist ausgleichend. Das scheint ein Goodie zu sein, denn ich finde das nicht in diesem Heftchen. Das ist natürlich blöd. Dann habe ich hier drin von Vanessa Mai Wolke 7 ein Lip Oil Kirsche. Lippenöle verwende ich in letzter Zeit immer mehr, weil ich das einfach als sehr, sehr positiv empfinde. Ich finde, dass sie auch meine Lippen etwas mehr pflegen als zum Beispiel generelle Lippenpflegestifte. Und hier hast du da oben so einen Roller mit drauf. Und damit machst du dir das Lippenöl drauf. Das finde ich cool. Also das, was ich aktuell habe, ist mit so einem Applikator. Ich will es jetzt aber nicht öffnen, beziehungsweise noch nicht anrollen. Meine Güte, die Glossy Box ist ganz schön derbe gefüllt, muss ich sagen. Denn hier haben wir jetzt das letzte Produkt drin. Und zwar eine Mascara von Aiko oder Aiko. 4 ml von der Black Magic Mascara. Drama and Curl. Drama and Curl. Mir dünkt, ich hätte sie schon. Aber ich weiß es nicht. Das muss ich nochmal nachschauen. Ich habe gerade nachgeschaut. Ich habe sie noch nicht da. Entweder habe ich sie dann schon mal weitergegeben oder ich
habe sie einfach nicht da. Ja, das ist diese hier. Ich mag Tubenmascaren in der Theorie ganz gerne, weil du so irgendwie das Gefühl bekommst, auch wirklich alles rauszukriegen, weil du das so richtig drauf drücken kannst. Design for After Hours Seduction. Our unique brush creates drama, volume and curl combined with an extreme carbon black water resistant finish. Boom. Ja. Das hört sich ja immer total großartig an, also richtig dramatisch und richtig aufregend und kapuff, kabäm, trachalalem. Okay, ein gebogenes Bürstchen, ein Kunsthaarbürstchen. Riecht okay, nach Mascara halt, ein bisschen stachelig sieht das aus, aber wird auf jeden Fall verwendet. Das wird ausgetestet. Und das war die Glossy Box von März. Fand ich ganz schön cool. Also interessante Produkte drin, vor allem sehr, sehr viel dekorative Kosmetik, was ich ja generell gerne feiere. Und ja, gut, solche Erfrischungstücher brauche ich jetzt nicht unbedingt. Diesen Facial Scrubber finde ich irgendwie ganz nett. Die anderen Produkte gefallen mir sehr und werden ausgetestet, verwendet und wie auch immer. Und ja, das war mein Glossy Box Unboxing. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!